Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und ich möchte mich fürs erste Mal entschuldigen zum letzten Part, dass da ein bisschen viel Rauschen im Hintergrund war. Ich habe einfach vergessen, die Audiodatei noch ein bisschen zu, zu bearbeiten. Und ich habe jetzt einen Tipp bekommen von meinem lieben Freund HSPLP. Leute, abonniert den Jungen, der ist toll. Hab von HSPLP noch gesagt bekommen, hör mal, versuch doch mal das. Er hat mir einen kleinen Tipp gegeben, finde ich echt schön von ihm, danke. Schon mal an HSPLP. Eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der gern gespoilert wird ein bisschen, aber er hat mir einen kleinen Tipp gegeben und Tipps sind ja noch erlaubt. So, jetzt werden wir wieder darüber gehen. So, das Auge brauche ich. So, das Auge bitte, damit wir wieder da hoch können. Und Emulator häng ich so. So. Darüber hinaus möchte ich mich noch entschuldigen, dass ich, dass der Emulator manchmal wirklich so blöde hängt. Das ist wirklich blöde, finde ich. Aber was soll ich machen? Das liegt nun mal an meinem PC. Ich habe nicht den besten PC, von daher... Sorry Leute, dass es manchmal echt so blöde hängt. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis und man kann die Parts trotzdem einigermaßen gucken. Irgendwann, verspreche ich euch, werden die Parts von der Qualität ein bisschen besser. Wenn ihr es nicht schon gemerkt habt, habe ich ja in den letzten paar Parts was ausprobiert. Ich habe die Qualität, die Bildqualität ein bisschen höher geschraubt in meinem Programm. Ich weiß nicht, ob das groß auffällt, dass ich das gemacht habe, aber schreibt mal in die Kommentare rein, ob das wirklich so, ob man den Unterschied merkt. So, jetzt will ich mal was gucken. Wir haben ja so ein tolles Lied. Und zwar, wo ist es? Lied der Befreiung. Genau, das hier. Zack, zack, runter. Zack, zack, runter. Gut, und das soll ich doch mal spielen, hat der liebe Freund hier gesagt, der HSPLP. Gebt mal auf seinen Kanal, gebt einfach mal HSPLP ein. Ich mache den Link auch mal hier in die, ins Video unten rein von seinem Kanal. Und ich empfehle euch, schaut ihn euch wirklich mal an. Der ist wirklich klasse. So, das Lied der Befreiung. Und das spiele ich jetzt mal. Das war ein kleiner Tipp von HSPLP. Und Lied der Befreiung, jawohl. Oh, das bringt ja wirklich was. Welch lindernder Klang, all meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. Oh, wie cool. Hier voll ab geht der Freak. Und was jetzt? Weißer Bildschirm. Der Corona. Ich habe erfahren von meiner lieben Freundin, dass dieser Corona gar kein Opi ist, sondern ein Papa. Aber von wem dem Papa? Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall kein Opi. Es ist der Papa. Aber, ui. Dum, 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 dum. Schöne Sequenz, gefällt mir. Was passiert jetzt? Okay, was war das jetzt? Was ist denn das? Was zum Geier? Eine Maske! Das ist eine Maske! Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Leben, das sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Da 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 da. Oh. Ah, wir haben die Coronenhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Coronenkriegers. Das ist doch mal cool. Die werden wir gleich mal ausprobieren. Jetzt gucken wir mal. Er hat gesagt, wir sollen mal lesen. Für das Wohl der Coronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Geht klar, er hat gesagt, wir sollen mal lesen. Noch nie zuvor hast du solche Schriftzeichen gesehen. Frage, bringt das was, wenn wir jetzt die Coronenmaske aufsetzen? Können wir dann das lesen? Also wir haben jetzt die Coronenmaske, sehr fein, die setze ich gleich mal auf. Zack! Und wir schreien wieder und... Das Face sieht ja richtig schlimm aus und... Wie geil! Hier ruht Dharmani der Dritte, Held der Goron. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Action! Okay. Oh, Auserwählter, durch deine Kraft vermagst du Lasten zu heben, die sonst niemand bewältigen könnte. Und auch dein Herz ist stark, da es mehr als jedes andere von Erbarmen erfüllt ist.
Drücke A und den Stick, um dich zusammenzurollen und an Orte zu gelangen, die sonst niemand erreicht. Goronen, die Magie beherrschen und schnell genug rollen, werden Stacheln hervorbringen, um alle Feinde auf ihrem Weg zu besiegen. Goronen versinken im Wasser wie Steine in einem reißenden Fluss, zu keiner Bewegung fähig, werden sie ein Opfer der Tiefe. Alles klar, das heißt jetzt, wenn wir das machen... Boah, wie geil! Boah, wie cool! Boah, wie cool, das gefällt mir. Schlag. Boah. Boom! Boom! Schlag jetzt mal darauf. Boah. Boom! Boom! Das ist ja mal... Seht ihr... Ah ja, guckt ihr das mal an. So, jetzt gucken wir mal. Ist hier hinten noch irgendwas? Nicht, dass wir irgendwas hier vergessen. Ah, was gibt's denn hier noch so? Irgendwie komisch aus. Was ist denn das? Das sieht irgendwie verdächtig aus, dieses Loch. Weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Gehen wir nochmal kurz davor. Zack. Und sehen wir nochmal an. Hier, Rudamian, Kampf. Kampf. Drücke B, um den gefürchteten Hieb eines Goronen zu entfesseln. Drücke mehrmals B, um einen Hagel von Schlägen auszulösen. Drücke A, um dich zusammenrollen. Drücke B danach, um zu springen. Die Landung verursacht ein gewaltiges Beben. Oh, das ist nice. Also das heißt, wenn wir jetzt öfters B drücken... Oh, wie nice. Boom! Ey, das ist ja wirklich mal nice, ey. Boom! Ob das was bringt? Hier scheinbar nicht. Wie auch immer. Jetzt gehe ich mal hier raus. So. Gut, jetzt haben wir 7 Minuten damit verplempert. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Goronenhaut und können uns zum Goron verwandeln. Du bist nein. Du bist doch nicht etwa der große Damani. Dann, wessen Grabmal habe ich dann errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? Hä? Wow, okay, das bringt schon mal nichts. Weiß ich. Wow, wir sind halb tot. Das heißt, ich werde mal gucken. Gibt's hier irgendwie... wir fahren uns mal glatt wieder zurück. So. Ah, das ist Energie. Ich brauche aber ein bisschen Herzen. Ah, scheiße. Wir brauchen Herzen, Leute. Habe ich noch eine Fee oder sowas? Nein, habe ich nicht. Sehr unsympathisch. Ich habe keine Energie mehr. Wie auch immer, jetzt werden wir mal wieder ins Krondorf gehen. Vielleicht habe ich hier irgendwas vergessen, weiß ich ja nicht. Aber wie auch immer, runter mit dir. What? Trump. So. Das sieht echt grausam aus, das Teil. Können wir das irgendwie denn wegbewegen? Gucken wir mal. Ich muss das mit dem Corona jetzt ein bisschen ausprobieren. Ich kenne mich da noch nicht so aus, ne? Wie cool. Wir können die großen Dinger zerstören. Yeah. Ein Herzchen. Yippie. Oh, es ist so kalt. Ich bin so hungrig. Ich glaube nicht, dass ich das überstehe. CS, okay. Du willst auf jeden Fall was zu essen haben. Das haben wir auch schon verstanden. So. Ist da drin nichts? Kazoom. Wie cool, ey. Das gefällt mir sau, ey. So, jetzt gucken wir mal. Wo ging's nochmal zum Goronendorf? Ich glaube in die Richtung, ne? Ich bleib jetzt einfach mal. Wow. Gorone, ey. Stirb. Boah, stirb, Mann. Nein, wie auch immer, ich mach mich jetzt einfach vom Acker, ey. Verpiss dich. Ich mach mich vom Acker. So, gut, also das heißt, wir brauchen Energie für diese eine Attacke, okay. Au, wir sind halb tot. Das ist negativ. Beeilung. Ah, da können wir dann rüberrollen. Okay, das habe ich so viel verstanden. Gut, dann werde ich mich jetzt am besten mal da runter machen. Ich brauche Herzchen. Wow! Ein alter Freak. Oh nein, wir sind tot. Scheiße! Oh, was war denn das? Oh nein. Das war ja unsympathisch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Gut, wir leben wieder. Ach du Scheiße, das war ja richtig blöde gerade eben.
Das war richtig blöde. Sorry, Leute. So schnell die ich schon. Okay, jetzt gehen wir einfach mal zurück ins Goronendorf. Wir sind schnell genug. Und, gehen jetzt mal da in das Tor rein, was ja dieser eine Corona für uns frei macht, damit wir mal in das Dorf hineingehen können und mal gucken können, was da drin so abgeht. So. La, 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 la. So. Gut. Sind wir wieder in dem komischen Dörfchen. Und was war denn das? Hä? Darauf war noch so ein Freak gestanden. Ja, auch immer, jetzt roll ich erstmal. Da ist was, der hat's gesehen. Da ist auf jeden Fall was drin. Die schnapp ich mir. Na, das bringt scheinbar so nichts. Hallo. So, ich brauche meine Stacheln, Alter. So, gib Gas, Digga. So, Kazoom! Ah, das hat was gebracht. Du bist Damani. Wie kommt es, dass du am Leben bist? Dann öffne ich das Tor. Okay, ich beeil mich. Kazoom! Kann ich das nicht auch machen? Nehmen wir auch immer das Tor, das ist da unten, okay. Und was jetzt? Das Tor ist bereits offen, ich werde es wieder schließen. Nichts wie Beeilung hier. Und rein mit uns. So, jetzt mal gucken, was da drin so abgeht. Goronenschrein. Okay. Was zum Geier? Da schreit doch irgendwas, oder? Na, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Hm. Da unten rein, oder was? So. Auf geht's. Lass uns mal da rein. Ich glaube, hier könnte das Geschrei herkommen. Goronenjob. Oh, Entschuldigung fürs Pusten, Leute. Ein Goronenjob. Cool. Was gibt's denn bei dir so Schönes? Huhu, willkommen. 10 Bomben, 40 Rubinen. 10 Pfeile, 40 Rubinen. Alles klar, aber hab keine Lust drauf. Gucken wir mal wieder hier rum. So, ich muss sagen, irgendwo schreit's. Jetzt sag mir mal, wo es bitte schön herkommt, das Schwein. Wegen der großen Kälte kommt keine Nachschub her. Daher sind alle Waren stark überteuert. Du sollst hier nicht einkaufen. Ja, ich habe gesehen, dass es leicht teuer ist. Gucken wir mal. So. Kazoom. Kazoom, ein Dekustab. Da schreit's doch von irgendwoher. Was mit euch? Damani, du bist am Leben? Der Älteste hat gesagt, du wärst tot. War es eine Lüge? Doch, wie auch immer, wir kommen zurück. Zack, kommt dir dieses unaufhörliche Geschrei nicht bekannt vor? Der Sohn des Elten hört nicht auf zu weinen. Okay, wie soll ich jetzt sehen? Du bist doch da, Mani, aber sollst du nicht tot sein? Hat denn das unablässige Geschrei schon meine Sinne verwirrt? Wenn das nicht bald aufhört, drehe ich noch durch. Ja, das verstehe ich. Das geht mir nämlich auch ganz schön auf die Nerven. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, hä? So, jetzt gehen wir mal hier rum und untersuchen erstmal. Ich kenne mich nämlich keines bisschen aus, wo ich hier bin. Da schreit auf jeden Fall die ganze Zeit schon was. Komme ich dem Geschrei näher? Da können wir hoch später. Oder gleich? Ich denke, wir müssen da rein. Ja! Da ist es, da schreit's. Papi, Papi, mir ist kalt, Papi. Dami, wo ist mein Papi? Wo ist mein Papi? Da kann ich auf jeden Fall irgendwas machen, okay? Wir haben voll den Groove, yeah! Wie auch immer, keine Ahnung, was ich da machen soll. Gucken wir uns hier mal kurz ein bisschen um. Hier ist Spielzeug. Hier ist nichts. Hier sind noch ein bisschen Krüge. Zerschlag die Krüge. Okay, hier geht schon mal gar nichts ab. Oh, das Geschrei geht mir auf den Sack, du.
Oh, Alter. Wie auch immer, jetzt gehe ich da raus und jetzt gebe ich mal Gas, hä? Kazoom, gib Gas, Digga. Yeah. Wow, das war ja richtig cool. Geht das nochmal? Das ist ja richtig geil. Das versuche ich jetzt mal. Wobei, das versuche ich im nächsten Part. Die Zeit ist ja schon wieder rum. Nein, das hat gerade so Spaß gemacht, Leute. Naja, wie auch immer. Da bleibe ich jetzt hier stehen und sage, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Majora's Mask, wenn es heißt Part Nummer 21. Und oh mein Gott, das war schon Part Nummer 20. Yeah, die Zeit geht so schnell vorbei, wie gedacht. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi, ciao.